Über das Spiel bin ich durch Zufall in einem Retro-Spieleladen gestolpert. Das Cover sieht jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich spektakulär aus, aber in Kombination mit den Namen ist eigentlich gleich klar, was einen hier erwartet. Irgendwas mit Zahnrädern und bestimmt ein Puzzlespiel. Als ich jedoch reingespielt habe, erschien es dann doch nicht ganz so simpel, wie ich gedacht habe. Lasst uns also mal zusammen genauer reinschauen. Was taugt Gearworks für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Tech Software entwickelt und von Sony Image Soft bei uns und in Nordamerika 1993 veröffentlicht. Ein Jahr später folgte dann auch eine Umsetzung für Segas Game Gear. Die Prämisse des Spiels ist wie bei jedem guten Puzzlespiel eigentlich recht einfach. Ihr seht ein Spielfeld vor euch, welches in einer Art Rastermuster mit verschiedenen Pins unterteilt ist. Darauf befinden sich zwei oder mehrere helle Zahnräder, eines bewegt sich. Ziel ist es in jedem Level, dass sich alle hellen Zahnräder drehen. Das tut ihr, indem ihr weitere Zahnräder in den vorhandenen Pins platziert und so die Drehung des Anfangzahnrades weiterträgt. Oder vereinfacht ausgedrückt, ihr müsst alle hellen Zahnräder so verbinden, dass die Bewegung übertragen wird. Um dieses Ziel zu erreichen, stehen euch verschiedene Werkzeuge zur Verfügung, die ihr in der unteren Leiste auswählen könnt. Das wichtigste Werkzeug ist dabei natürlich eure eigenen Zahnräder. Die kommen in drei Größen, groß, mittel und klein. Problem ist hier jedoch, dass ihr die Größe nicht auswählen könnt. Ihr bekommt immer ein Zahnrad einer zufälligen Größe und müsst diese dann auf dem Feld platzieren. Da fängt dann natürlich die Schwierigkeit an, da ihr die Dinger nicht beliebig kombinieren könnt. So kann zum Beispiel zwar ein großes an ein anderes großes andocken, aber nicht direkt an ein Zahnrad mit einer mittleren Größe und so weiter. Es gibt nur eine bestimmte Anzahl an gültigen Kombinationen. Beachtet ihr diese nicht, wird die Bewegung nicht weitergetragen. So müsst ihr immer von neuem schauen, wie ihr eure Kette aufbaut und müsst diesen Entwurf immer wieder anpassen, da ihr euch nie sicher sein könnt, welche Teile ihr auch wirklich bekommt. Natürlich könnt ihr nicht gebrauchte Zahnräder am Rand parken, aber der Platz wird schneller knapp, als ihr denkt. Das nächste Werkzeug ist die Bombe. Wie ihr vielleicht schon erahnen könnt, kann man mit dessen Hilfe platzierte Zahnräder zerstören. Diese hat allerdings nur eine begrenzte Anwendungsanzahl und ist daher kein Allheilmittel. Als nächstes könnt ihr eine Zwille benutzen. Auf dem Spielfeld laufen nämlich kleine Kreaturen herum. Die sind jetzt erstmal nicht super gefährlich, können aber eure Zahnräder beschädigen. Mit der Zwille könnt ihr diese dann erledigen. Als letztes steht euch Öl zur Verfügung und das ist ehrlich gesagt etwas verwirrend. Damit könnt ihr verrostete Zahnräder wieder fit machen. Allerdings wird euch nicht wirklich angezeigt, welche jetzt beschädigt sind und welche nicht. Braucht ihr also eher seltener. Das Spiel bietet euch einiges an Umfang. Es gibt 12 Oberlevel mit jeweils variierender Anzahl an Unterleveln. Um euren Fortschritt festzuhalten, hat jede Oberwelt ein Passwort. Das Spielprinzip ist also simpel, aber doch tiefgehender, als ihr vielleicht denken mögt, hat jedoch einen Nachteil: die mangelnde Abwechslung. Das Spielprinzip ändert und erweitert sich im Verlauf nicht großartig und das mag für den ein oder anderen vielleicht ein No-Go sein. Das Gebotene bietet jedoch solide Puzzle-Action. Auf der technischen Seite geht das Spiel durchaus in Ordnung. Die Musik dudelt angenehm vor sich hin und die Grafik mag jetzt vielleicht nicht sehr spektakulär sein, ist jedoch in Ordnung für ihren Zweck und man behält immer die Übersicht. Was taugt Gearworks für den Gameboy also heute noch? Das Spiel bietet auf jeden Fall einiges für Puzzle-Fans. Es ist ein nettes Kombinationsspiel, welches man erfreulicherweise andere Wege geht als viele andere Vertreter des Genres. Leider fehlt mir wie angesprochen die Abwechslung später und kann es daher nicht uneingeschränkt jedem empfehlen. Wenn ihr jedoch mal einen guten Puzzler sucht, könnt ihr hier auf jeden Fall zugreifen. Das war der Test zu Gearworks für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.